Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fishing Team Highlight. Heute mal vom Boot. Ne, so richtig noch gar nicht, ne? Aber Johnny wird da wohl hoffentlich schon für sorgen, dass ich gleich ins Wasser komme. Und zwar mit Boot und nicht ohne Boot. Auf geht's. Hier kommt die Einheit, man kennt sie mein Bein. Bevor sie einreißt, beginnt die Beißzeit. Fishing Team Highlight. Fishing Team Highlight, der Norden ruht. Leute, wir sind heiß wie Frittenfett. Du auch? Ich bin heiß wie Frittenfett, Junge. Aber sowas von, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Sehr gut. Na dann auf geht's, wa? Du, da kann man sich dran gewöhnen an den Luxus hier, Johnny. Ja? Ja. Ich freue dich noch nicht zu früh, weil es wird ein verdammt schwerer Angeltag, Junge. Den haben wir doch immer, wenn wir losgehen. Weißt du? Pass auf, du rollst jetzt. Ja. Nicht, dass du mir jetzt hier runterplumpst. So, bis später, ne? Ciao. Ciao, ciao. Mission 50 plus für Domme, Leute. Domme will es nicht hören, aber ich möchte natürlich, dass der Domme heute sein Barsch für ihn endlich knackt. Wir haben natürlich gerade, also diesen Sommer, viele von euch haben es bestimmt schon selbst gemerkt, es ist einfach zum Mäusemelken und auch in den besten Revieren in Holland fangen wir momentan schlecht. Und ich bin einfach froh, wenn wir jetzt ein paar Fische fangen. Im Dunkeln ist es momentan sehr leicht, tagsüber ist es aber momentan sehr schwer. Aber es heißt ja auch, ich gehe angeln und ich gehe Fische fangen. Und das ist ja auch die Herausforderung. Immer fangen ist auch schön, aber klappt zwar nicht immer. Deswegen ist es ja auch eine schöne Herausforderung, wenn wir jetzt gleich jedes Register ziehen, um einfach unser Zielfisch den Barsch zu machen. Moin! War mir gut? Ja, ja, mal ganz kurz. LKW, ne? Ja, aber Leute, ich würde sagen, wir quatschen gar nicht so lange rum. Sonst sitzt ja auch langweilig. Schaut zu, wie wir jetzt alles geben und versuchen, so einen Barsch zu fangen. Oder, Domme? So ist doch. So. Das werden wir, glaube ich, hinkriegen. Auf ich gehe angeln sind wir hier aber nicht. Nee, da sind wir nicht. Wir sind hier beim Fishing Team Highlight. Genau. Und beim John Schauenzie auf dem Boot. Nein, also es geht auch heute gar nicht darum, so riesen Monsterbarsche zu fangen. Ich muss Johnny immer bremsen, das kennt er schon von mir, ne? Johnny will immer die dicksten Fische für mich. Aber ihr wisst ja, dass ich das gar nicht so unbedingt möchte. Also was heißt möchte? Klar möchte ich dicke Fische, aber es ist ja eigentlich nie das Ziel. Und Barsch-PB liegt bei 45, immerhin. Ja, das könnte mit dem ersten Barsch, könnte der schon geknackt werden. Ihr hört ihn. Könnte. Wir müssen schauen. Momentan, wie gesagt, am Tage nie leicht, auch in den Niederlanden nicht. Und abends wird immer ein Scheiter umgelegt und es knallt. Und also von daher denke ich schon, dass wir heute Fische ans Board kriegen werden. Wie viel, welche Fische, wie groß, das werden wir sehen. Johnny, komm. Bam. Auf geht's. Ja Leute, und bevor es jetzt losgeht, schauen wir mal nach dem Wasserstand, weil wir sind ja am Rheindelta. Das kennt ja mittlerweile jeder Hollandangler oder auch viele, die nicht im Holland angeln, kennen es. Und ich habe hier mehrere Garmin-Geräte und ein Garmin-Gerät, also alle können es, aber ich habe jedes anders eingestellt, jedes hat eine eigene Funktion. Und jetzt gehen wir mal auf Info, weil das Wichtigste ist wirklich, ihr müsst den Wasserstand im Auge behalten. Wenn wir jetzt nämlich hier Flachwasser haben, das heißt, das Wasser steht gerade unten, ist es nämlich katastrophal. Da müssen wir warten, dass es wieder steigt, weil wir hier im Tide-Abhäng sind. Weil ich würde mal sagen, 20 Kilometer Bootsfahrt geradeaus hoch können wir Platten fangen in der Nordsee. Aber wir sind hier jetzt im Brackwasser so gesehen. Und jetzt habe ich hier auf meinem Gerät Gezeiten und Strömung. Auf dem Garmin GPS Map 8410, jetzt gehen wir auf Gezeiten und jetzt sehen wir gerade 14.30 Uhr, passt das von der Uhrzeit? Jetzt muss ich gucken, hat das nicht schon aktualisiert? Ja, es passt. Wir sind jetzt gerade kurz vor Höchststand, das ist schon mal gut, dann kommen wir gleich im Flachwasser an, da wo ich hin möchte. Da wird jetzt gleich das Wasser höher sein, trüber sein. Da versuchen wir ganz flach zwischen 0,5 und 1,5 maximal 2,5 Meter dicke Barsche zu kriegen. Weil bei Höchststand ist es immer trüber, das Wasser kommt. Es wird ein bisschen Segmente werden aufgelöst, also vom Boden. Also diese kleinen Partikel in den Pflanzen, alles kommt ein bisschen in Bewegung. Es wird trüber und viele Fische kommen dann aus dem Tiefen etwas höher auf die Jagd. Und dann haben wir bis 20 Uhr Niedrigstand. Also dann fällt es wieder ab. Ja, 16 Uhr fängt es an zu fallen. Dann ist wieder
eine etwas bessere Zeit, jetzt nicht die allerbeste, und dann ist es gegen 20 Uhr unten und dann fängt es an zu steigen und das passt uns natürlich, weil genau zum Sonnenuntergang steigt das Wasser und da werden der Domme und ich, wir wollen nämlich heute Abend noch Zander angeln gehen. Ich glaube, wir werden ein Highlight Inferno sehen, Leute. Also ihr werdet sehen, wir werden es spüren und uns an den Bissen ergötzen und ich hoffe, der Plan geht auf. Hört ihr den Sound, Leute? Kriegst du Lust, ins Wasser zu springen, doch? Da hätte ich jetzt echt Bock, dahinter zu sitzen. Du bespritzt mich, bespritzt mich. Well, it's chance in the boat and dollar and a dime. Get it out to Nashville on the Hard Rock Line. Was? Wir dürfen nicht vertikal. Ach, ihr dürft nicht vertikal. Ja, aber Longline-Jiggen ist doch erlaubt. Was? Alter, was dürft ihr denn? Ja, dann fährst du 1,5 km im Bugmotor, machst einen 5-Meter-Cast. Ich meine nur, Mann, ich bin hier jeden Montag bis Freitag drauf. Ich fahre da jetzt hin. Ich fange für euch ein. Ja, Jungs, das sind die vom YPC Boat. Sie wollen nicht auf mich hören, da kann man nichts machen. Da müssen sie im Tier angeln. Trotzdem, Robin und also und Bullseye, Markus, ich wünsche euch viel, viel Glück. So, ich fische jetzt hier erstmal einen ganz, ganz kleinen Cheddarbait. Das hier Anna von Zeck. Ansonsten werde ich gleich noch mal ein bisschen größere anmontieren. Wir probieren so ein bisschen, das ist der Randale Max von Seika. Ja, einfach mal ein bisschen schauen. Crankbaits sind auch dabei. Wir werden ein bisschen mit Twitchbaits fischen. Wir werden sehr, sehr viel probieren. Und als Trailer muss ich mal schauen, denke ich mal, werde ich Edwinner mit so einem V-Tail fischen. Oder damit starte ich auch mit einem kleinen Gummifisch hier im Perch-Dekor. Für die Anfänger unter uns so ein Cheddarbait. Ist ja nichts Neues. Es ist nur wieder neue Mode gekommen, so vor 3-4 Jahren würde ich behaupten. Cheddar heißt schütteln, ist ein sogenannter Schüttelköder. Ein Köder, der sehr, sehr viel Druck macht unter Wasser. Und so ein Köder, der sehr viel Druck macht, ist im Sommer jetzt meistens ganz gut, weil dann wird man auch die trägen Fische schön wach machen und animieren. Und ja, besteht natürlich aus so einem kleinen Jigkopf. Vorab habt ihr diese kleine Platte. Und ganz normal ein Einzelhaken, der an dem Jigkopf dran ist. Und da kann man, wenn man möchte, nochmal trailern, sprich einfach nochmal sowas mit aufziehen. Sorgt natürlich auch nochmal für einen gewissen Reiz. Ich habe aber auch schon mit Cheddarbaits ohne Gummifisch oder irgendwas hinten dran auch gute Fische gefangen. Du auch schon, Johnny? Ohne ja, Trailer? Leute, ich mache hier noch für Twitch gerade das Chaos weg. Ja, aber hast du auch schon ohne Trailer was gefangen? Ja, also klar. Das ist ja, also jetzt mal ganz ehrlich, Leute, da muss kein Trailer dran. Ja. Da rappelt was durchs Wasser, ganz schnell, der Barsch kriegt's mit, der Hecht, da hat er keine Zeit zu gucken. Ne? Da heißt entweder friss oder stirb. Aber oft ist es mit dem Gummi noch dran, nochmal extra ein bisschen Druckwelle und noch extra Reize durch die Farbdekore, ist es meistens interessanter. Aber es geht auch ohne, Leute. Ein Spinner fängt auch ohne Twisterschwanz hinten dran. Ja, stimmt. So, wir haben uns jetzt hier auf eine Kante gestellt und werden jetzt wirklich in die Flachwasserzone hier reinwerfen und einfach uns hier treiben lassen. Wie gesagt, verschiedene Köder ausprobieren und in der Hoffnung, dass wir irgendwas rankriegen. Wie gesagt, wir freuen uns über den Hecht, wir freuen uns natürlich über den Barsch. Zander, nicht so gute Karten. Wie gesagt, YPC Boot ist hier auch gerade drauf und da läuft es jetzt auch nicht so hervorragend. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles sagen darf. Ist mir aber auch egal. Ja, die sind auch alle am Struggle. Genau, geht ja auch noch weiter. Nee, es ist halt einfach gerade fies. Und wie gesagt, gegen Abend. Also der Zander, da lehne ich mich jetzt mal weit raus. Der wird kommen. Ja, ja, der wird rappeln. Rappelt im Karton, Nochmal.
was ist da los? Ich höre hier nur Gestöhne. Ja, ich fieber damit, ey. Ich habe schon zweimal mitgekriegt. Einmal war eine selber versenkt, war sie irgendwie, meinte sie, Akku wäre zu kalt, sie muss landen, dass sie irgendwo auf dem See gelandet. Da waren wir am Sterben, das ist im Video drin. Ach, ich weiß gar nicht mehr, irgend so einen pelagischen Film von uns, müsst ihr mal gucken bei uns auf dem Channel. Ja, und einmal war ich mit dem Kumpel unterwegs, Markus, da haben wir dann auch, irgendwie hat die eine Störung gekriegt, dann flog die wieder zum Standort, wo sie gestartet ist, war natürlich auch irgendwo auf dem See. Deswegen habe ich zu Dominik gesagt, wir ankern ab und fahren die nicht weg, solange die Drohne wieder gelandet ist. Sonst, dann wäre die Laune, glaube ich, so gekippt beim Domme. Und ja, bei mir auch. Wollen wir ja nicht, ne? Leute, kostet ja alles Kohle. Aber wir gehen jetzt live auf Twitch. Also, falls ihr Bock habt, guckt mal bei mir, John Chowns bei Twitch, John Chowns Fishing. Wir lassen jetzt hier gleich Twitch beim Videodreh durchlaufen. Das heißt, falls es einer von euch seht, ich will immer so einen kleinen Einblick hinter die Kulissen geben, so wie so ein Videodreh abläuft. Und lassen wir einfach die Kamera laufen. Und dann aber ein nächster Film, weil jetzt sind wir ja jetzt live. Ne? Genau, danke fürs Abo schon mal, Leute. Ja, Leute, ich habe hier ein KVD Strike King Spinnerbait 10 Gramm. Den kann ich hier schön ganz langsam durchs Flache ziehen. Und da der so schockig ist, packe ich jetzt einen Hatcher. Ihr seht's. Der hat hinten so einen Bommel zum Shattern, so ideal. Der macht so richtig Theater, Shatter, Dropshot, Vertikalköder. Den ziehe ich natürlich jetzt auf. Der hat hier die zwei Flossen, die kann man aufklappen. Ja, sieht ein bisschen komisch aus. Ja, weißt du noch den einen, den wir hatten, der so vollgeschleimt war? Ja, genau. Ich wollte es gerade sagen. Sieht natürlich ein bisschen pervers aus. Ja, und jetzt machen wir das Ganze mal ein bisschen größer und attraktiver. Weil wir möchten ja einen dicken Barsch fangen. Also ich zumindest. So einen 30er, 35er, den möchte ich nicht unbedingt fangen. Na? Nein, ich nicht. Wenn du den nicht ehrst, dann hast du keinen. Nein, den ehr ich wirklich nicht. Nein, den ehr ich nicht. Es tut mir leid. Davon habe ich 1 Milliarde Billionen gefangen. Ich kann sie nicht mehr sehen. Ich kann sie nicht mehr sehen. Wir haben uns noch nicht entschneidert, aber nach einigen Fehlbissen, ich glaube, es ist ein Hecht, deswegen habe ich auch ein bisschen die Bremse auf. Es wird wahrscheinlich ein Hecht sein. Entweder wird es ein Hecht sein oder es wird ein halbstarker, guter Zander sein, weil er macht nämlich gar nichts. Der kommt doch. Ja, ist ein Hecht. Der kommt hinten raus. Guter Fisch, aber. Er ist ein 18 Gramm Rute, darfst du nicht vergessen. Ja, aber trotzdem, der steht gut. Kein kleiner Hecht. Schwer zu sagen. Ich kann es noch nicht sagen. Ich gehe schwer davon aus, weil die Kopfschläge fehlen vom Zander. Ja, Domme sagt Fisch, ich sag Hänger. Und dann auf einmal, ja, Domme hat einfach das Auge, ne? Ich habe so einen Augenwinkel gesehen, das sah echt komisch aus. Das ist auch kein schlechter Hecht, auch wenn du da eine leichte Rute hast, ich weiß. Aber ich lehne mich mal weit raus, der ist über 80. Schwer zu sagen. Da kommt er, jo! Und so ein... Ja, komm, 90 könnte er haben. Nee. 80 würde ich sagen. Oh, jo, hast recht, du hast ein gutes Auge. Ich habe jetzt gerade, das wäre so ein 75er Spritzer. Ich glaube, der hat 90. Ja, hast du recht. Boah, und zum Glück habe ich da ein kleines Titanspitze vorgesetzt. Das ist eine Mini-Titanspitze, siehst du? Kommt da hoch. Ja. Böse, schaut da. Kommt da mit der Wellen. Pass auf, jetzt gibt da nochmal einen Sprint. Natürlich in die andere Richtung. Wie er da schön elegant steht, ne? Mhm. Und! Ah, jawohl, Petrimeister! Junge, entschneidert! Ah, geil, komm her! Endlich, Mann, ey! Linke Seite nicht, dass ich in den Finger hab. Dein Brauner, wo du sagst, ist ja los. Ja, genau, das ist ja der, wo ich meinte, so Marke Eigenbau von jemandem. Im Dekor Motoröl. Ist natürlich schöner Tiefläufer, immer eine Bank. Wird es demnächst geben? Komm, zeig ihm noch mal den schön. Armin! Ah, 90 locker. Ja, auf jeden Fall. Geil, Johnny. Hä? Ja, mega geiler Fisch. Sollen wir messen? Gerne. So, vorne liegt an. Oh! Alto Belly. Junge. 99. Kein Meter Fisch, aber ein 99er. Ganz seltener Fisch. Ja, selten, aber ehrlich, ne? Dickes Petri, Johnny. Ja, danke. Ja, Leute, 99, die Mutti muss natürlich schnell rein. Ja, schöne, dicke Mutti. Ja, am besten stehen lassen, wenn es geht. Gar nicht hin und her schieben, da seht ihr sie stehen.
Die rappelt sich von ganz alleine wieder auf. Also dieses Hin und Her, das stresst die immer. Okay, ihr seht sie noch, Leute. So. Und falls sie mal da auf die Seite kippt, dann kann man immer noch schnell mit dem Boot hin sie wieder gerade stellen. Aber meine Erfahrung ist, einfach hinstellen und sagen, sie steht, alles gut. Ist sie auch wenig gestresst. Da steht sie noch. Ab und zu streichelt sie noch mal, wenn sie es zulassen. Aber da haut sie meistens ab. Und da haut es jetzt ab, da weht ihr. Siehst du? Oh, pop. Weg ist er. Ein Schneider mit dem 99er. Herr Domme, noch das Stück schleppen und dann rein oder direkt jetzt rüber? Direkt rüber. Okay. Oh, Leute, 99 auf so einem Mini-Bobbler. Geil. Das ist Sommer. So was passiert auch nur im Sommer, ne? Ja, der Joni. Der Joni hat zugeschlagen und uns so ein bisschen gerettet. Wir haben wirklich den ganzen Tag geworfen. Wir haben uns wirklich schon, ja, mehr oder weniger die Arme wund geworfen. Wir haben alles durchprobiert, von Crankbait, Spinnerbaits, Jigspinner, Gummi, Shebo, alles. Und dann haben wir am Ende einfach nur ein bisschen schleppen wollen, weil wir einen anderen Spot anfahren wollten. Und genau in dieser Phase beim Schleppen schrie Johnny noch Hänger, aber dann hat sie es doch halt ein bisschen bewegt. Und auch trotz der weichen Route wussten wir eigentlich gleich, dass es ein schöner Hecht ist. Ja, ein schöner 99er. Gibt es ja ganz selten. Ihr wisst natürlich warum. Viele würden das natürlich eiskalt aufrunden, aber bringt ja einen auch selber nichts. Ja, schön 99er Hecht ist natürlich was Feines fürs Video. Bisschen am Thema Barsch vorbei, macht aber überhaupt nichts. Wir nehmen das, was kommt. Und wir geben ja auch nicht auf. Ihr seht, es dämmert gerade. Und wir schmeißen jetzt hier nochmal in so einer Flachwasserzone so eine kleine Bucht. Knapp 2 Meter Tiefe haben wir jetzt hier, sehr viel Kraut. Und wir hoffen, dass jetzt hier nochmal die Barsche drin stehen, beziehungsweise sie stehen hier oft drin. Aber wir wollen sie jetzt aus dem Krautteppich hervorlocken. Und deswegen werfen wir jetzt einfach nochmal 1-2 Stunden. Dann ist es auch dunkel, dann machen Johnny und ich nochmal was Neues. Und das seht ihr dann aber auch in einem neuen Film. Aber jetzt müsst ihr erstmal fleißig die Daumen drücken, dass wir vielleicht noch einen schönen Barsch gemeinsam hier überlisten. Leute, ich hab ihn draufgekriegt, der Barsch, der Fisch, der uns fehlte. Wir haben ihn dran auf dem Crankbait. Der Kescher fällt rein. Ja, ja. Oh, kein Endgegner, aber der hat 40 und das ist der Fisch, den wir brauchten. Johnny und ich haben noch gerade geschwunzelt. Letztes Jahr hat auch genau der Barsch gefehlt. Und jetzt sind wir hier in dieser Flachwässerzone. 1,30 Meter, total krautig. Oh ja, schöner Barsch. Das ist das Geile, ne? Die Barsche, wenn die so bocken. Auf meinem Lieblings-Crankbait. Der Seika Kamakura. Oh, du hängst ja drin. Okay, ist wieder frei. Ach, Leute, das ist eine Erleichterung. Noch ist er nicht draußen. Aber allein diesen schönen Fisch jetzt im Drill zu haben. Oh, jawohl, da ist er. Geil, 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 geil. Johnny. Ja, unser Zielfisch. Auf 1,40 Meter Wassertiefe, Leute. Ich hab's den Domme gesagt, er wollte es nicht glauben. Hier haben wir den schicken Barsch. 40 wird er haben, denken wir 42, 43. Messen wir nochmal schnell. Super, richtig schöner Fisch. Knallrote Flossen, dunkel gefärbt, so wie es sein soll. Och, Johnny, richtig geil. Hm? So. Ja, ja, 45. 45er. Echt, das ist dein PB, genau, ne? Mein PB. Aber schaut ihn mal an. Wie ein Football, ne? Der schöne. Geil, Junge, geil. Und ich sag's immer wieder, ich weiß, es ist egal welcher Köder, aber Leute, hier der Seika Kamakura, der hat mir in der letzten Zeit, egal, ich hole ihn gleich raus, so viel geile Fische gebracht. Oh, Johnny, komm. Weiter geht's. Hä? Holen wir uns noch einen? Hallo. Oh, geil, geil. Sagt mal Hallo zu Mr. Regenjacke. Mr. Regenjacke. Da ist unsere Kamera, es hat nämlich geregnet. Oh, Leute. Ich habe es gesagt, wir werden einen fangen. Domme hat gesagt, ja, was ist so schwer momentan. Und alle an der Slipper haben gesagt, boah, nichts gefangen. Ich habe so lange gesagt, einen, den werden wir hier kriegen auf diesem riesigen Gewässer. Und es ist vielleicht, wir hätten auch schon 2, 3 mehr haben können. Leider haben wir sie verloren. Das ist natürlich gerade extrem schweres Angeln. Das ist hier nicht, was wir sonst hier haben auf den Gewässern in den Niederlanden. Der Sauerstoffgehalt ist sowas von dem Keller. Die Fische sind einfach müde. Es war wie mit meinem Hecht. Ich habe noch nicht mal auf dem Barsch Pinsel einen Tock beim Schleppen gemerkt.
Normalerweise 99er, der auf so einen Mini-Crank draufhaut, da muss der Besen ja gehen. Also einfach hinterher geschwommen, eingesammelt, stehen geblieben. Die sind gerade einfach nicht die allerfittesten Räuber. Aber es hat geklappt. Ja, Leute, ich hatte jetzt gerade noch mal einen richtig fetten Einschlag auf einen Finisher in der Farbe Preußen mit einem Shatterbait. Hat jetzt aber wirklich viele Fehlbisse. Ich glaube, die beißen nicht ganz so gut. Bei Domme hing er auch ganz knapp. Jetzt wechsle ich noch mal auf einen Dera Coupe hier. Das ist meine Lieblingsfarbe. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Und vielleicht haben sie jetzt Bock noch mal auf so einen kleinen Snack und ich kriege damit noch meinen rausgekitzelt. Also die meisten hatte ich jetzt wirklich auf dem Finisher oder auf dem Decor, aber sind einfach nicht hängen geblieben. Ne? So richtige Puh, aber die haben sie nicht weit genug inhaliert. Wie haben sie gemacht? Nicht Puh. Du weißt, das mache ich immer bei dir. Weiß ich. Haben den aber nicht weg inhaliert. Deswegen jetzt nochmal zu der Abendstunde. Ich versuche es jetzt nochmal mit einem kleinen Jigspinner. Und wenn sie da drauf knallen, eigentlich müssten sie den in der Schnauze haben. Und wenn nicht, dann hauen sie einfach hinten aufs Plättchen. Dann ist das eben so. Aber vielleicht kriege ich damit jetzt nochmal einen rausgekitzelt hier. Wir haben jetzt die Barsche auf 1,4, 1,2 Meter gerade gehabt. Und jetzt gehen wir nochmal, wir sind jetzt wieder auf 2,9, drehen jetzt nochmal eine Runde hier durch die Bucht. Und hoffen, dass wir jetzt noch Domme sein PB fangen und Johnny noch einen Fuffi. Und wie macht er dann am besten gleich? Puh, puh. Ja, Leute, ich würde sagen, wir kommen langsam zum Ende, Domme, oder? Jo. Hat doch bestens geklappt, Mann. Dafür, dass es so schwere Bedingungen sind, das ist momentan wirklich so. Die haben jeder einen schönen Fisch gekriegt. Ha? Es war das Ziel, einen dicken Barsch zu fangen, mindestens einen. Das haben wir geschafft. Großen Hecht gab es als Beifang. Ich bin natürlich immer nicht zufrieden, aber aus einer anderen Perspektive müsste ich sagen, ich bin sehr zufrieden. Den Barsch hat er mir versprochen. Er hat es auch noch eingelöst, beziehungsweise es hat zum Ende einfach nochmal geklappt. Einfach ein richtig schönes Ende, war wieder ein richtig schöner Tag hier mit Johnny auf dem Wasser. Bedingungen waren nicht leicht, das wussten wir aber auch. Aber wir haben jeder einen schönen Fisch gefangen, hatten eine Menge Spaß hier mitten auf dem Wasser. Und das ist das, was zählt. Wir haben noch spannende Sachen vor. Lasst doch mal gerne ein nettes Feedback da. Guckt bei Johnny auch auf dem Kanal Riverfighters vorbei oder in dem Shop. Und Johnny und ich gehen jetzt noch auf Zander jiggen. Und das werdet ihr aber in einem neuen Film sehen. Von daher einschalten, Kanal natürlich kostenlos abonnieren. Und dann verpasst ihr auch den anderen Film nicht. Macht's genau. Gut, Leute. Ciao, ciao. Und zum Thema Barschangeln. Ja. Riverfighter. Riverfighters Perch Cup. Also wer das noch nicht geguckt hat, der ist selbst schuld. Ein Koffer nach dem anderen wird da gefangen. Also wer auf dicke Barsche steht, muss unbedingt beim Riverfighters Perch Cup vorbeischauen. Das ist schon böse. Eigentlich auch gar nicht mehr lustig. So, wir machen los, ne?